Yes, they did it. Again and again. 4,7 Millionen Mal. So oft wurde in den hessischen Impfzentren in den vergangenen Monaten gepiekst. Gesamtkosten rund 600 Millionen Euro. Ups. Doch das war's jetzt hier. Schluss, aus. Jetzt ist in den Impfzentren Packen angesagt. Ja, ein lachendes und ein weinendes Auge trifft es schon ganz gut. Weil einerseits gut froh, dass man diese Aufgabe bewältigt hat. Andererseits weinend, weil es doch eine sehr herausfordernde Aufgabe war, die auch viel Freude gemacht hat. Emotional fällt die Bilanz also positiv aus. Ökonomisch gesehen, ja, das ist ordentlich. Die 28 Impfzentren in Hessen haben 50,4 Millionen Euro gekostet. Achtung, pro Monat. Bund und Land teilen sich diese Kosten zu je 50%. Kann man hier von Geldverschwendung reden? Moralisch muss man sagen, Not kennt kein Gebot. Und es war damals wirklich eine Notsituation. Das war die Pandemie in ihrer schlimmsten Phase im Winter 2020. Wir hatten am Tag vor Heiligabend an einem Tag in Hessen 100 Corona-Tote. Und da war es natürlich wichtig, dann diesen Rettungsanker zu haben. Die schützende Impfung in den Impfzentren. Da wollte man sich nicht die Blöße geben, dass es daran scheitert. Insofern war da jeder Euro sicherlich erstmal gut angelegt. Im Nachhinein kann man natürlich schon fragen, wäre es anstatt für über eine halbe Milliarde Euro vielleicht auch für 250 Millionen Euro gegangen? Mit unserem Kollegen Tobias Lübben, der die Impfzentren in den vergangenen Monaten intensiv beobachtet hat, sprechen wir gleich weiter. Erstmal ein kurzer Rückblick. November 2020. Die Kommunen erhalten vom Land ihre Einsatzbefehle zum Aufbau von Impfzentren. Am 27. Dezember gibt es die erste Impfstofflieferung von 10.000 Dosen nach Hessen. 19. Januar 2021, die ersten 6 regionalen Impfzentren öffnen in den Großstädten. Anfang Februar sind alle 28 Impfzentren in Hessen am Start. 3,2 Millionen Mal wird hier BioNTech verimpft, mehr als 800.000 Mal Moderna, 600.000 Mal AstraZeneca und rund 80.000 Mal Johnson & Johnson. Wie gut war die Auslastung der Impfzentren? Die Auslastung war ziemlich schlecht. Am stärksten waren sie ausgelastet am 6. Mai. Das waren 34.000 Menschen, die da eine Impfung bekommen haben. Es wären 45.000 möglich gewesen an dem maximalen Tag. Und insgesamt waren sie zu einem Drittel nur ausgelastet. Wie viel günstiger wären Impfungen beim Arzt gewesen? Die wären viel günstiger gewesen bei niedergelassenen Ärzten. Ein Arzt hat ja 20 Euro abgerechnet für eine Spritze. Und im Impfzentrum, wenn man die Kosten auf eine Impfung herunterrechnet, dann sind das über 120 Euro pro Spritze. Und da ist der Impfstoff noch gar nicht dabei. Haben sich die Zentren dann überhaupt gerechnet? Man muss sagen, sie waren jetzt im Nachhinein gesehen deutlich überdimensioniert. In Frankfurt die Festhalle, in Wiesbaden das Rhein-Main-Kongresszentrum, in Alsfeld die Hessenhalle. Es war immer die erste Adresse am Platz und die waren halt selten voll oder fast nie wirklich voll. Und das wäre auch eine Nummer kleiner gegangen, denn zumindest am Anfang war abzusehen, dass so viel Impfstoff gar nicht da ist, um diese Riesenhallen auszulasten. Insgesamt 270 Tage waren die Impfzentren im Betrieb, so auch im bestaulichen Gelnhausen. Nach über 300.000 Impfungen schließt das Impfzentrum jetzt. Doch mit den Impfungen geht es hier weiter. Es gibt nach wie vor kleinere Impfstellen. Mit dem Impfbus werden noch Aktionen stattfinden. Es werden noch mobile Impfteams geben, ja, allerdings im kleineren Rahmen. Wie es mit den Impfzentren weitergeht, entscheiden die Kommunen selbst. Fest steht, in den Zentren wurden knapp 2,48 Millionen Erstimpfungen und 2,19 Millionen Zweitimpfungen gegeben. Sprich, 60% aller Impfungen in Hessen wurden in den Impfzentren verpiekst. Und jetzt Frage an den Sozialminister. Die Impfung geht jetzt über in die Hände der niedergelassenen Ärzteschaft, die uns da sehr, sehr gut unterstützt, auch gemeinsam mit den ApothekerInnen in der Impfallianz und auch den öffentlichen Gesundheitsdienst, der beispielsweise solche mobilen Impfteams weiter losschickt, die im Moment ja viele Auffrischungsimpfungen in Alten- und Pflegeheimen machen oder auch mobile Impfstationen. Aber ist dieses Angebot vor allem bei den Ärzten genauso niederschwellig wie in den Zentren? Von der Masse her werden sie es locker hinkriegen. Sie haben es ja auch bisher schon gemacht.
Und sie haben im Juni, Juli viel mehr geimpft, als sie jetzt impfen müssen, wenn sie auch die Leute aus dem Impfzentrum mitversorgen. Also da an der Stelle kein Problem. Aber es ist so, es ist nicht so einfach, dass man ohne Termin in die Halle geht und einfach den Ärmel hochkrempelt, vielleicht noch mit einem Auge eine Unterschrift leistet, ja, dass man mit den Nebenwirkungen einverstanden ist, den möglichen. Das merkt man auch da, wo es Nachfolgeangebote gibt, in Frankfurt zum Beispiel. Da gibt es ja weiterhin ein kleineres Impfzentrum und das wird sehr gut angenommen. Die Leute gehen nicht alle zum Arzt. Fakt ist, ein Drittel der Hessen ist noch immer nicht geimpft. Warum habt ihr euch für oder gegen die Impfung entschieden? Schreibt es uns in die Kommentare.